In diesem Video möchte ich ein bisschen was über das erste Newtonsche Gesetz erzählen. Das hier, dieser Text, ist eine Übersetzung aus dem lateinischen Original und das Gesetz besagt, ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen Bewegung, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird. Wir könnten auch anders sagen, dass sich alles, also jeder Körper, entweder in einem Zustand der Ruhe befindet oder einer gleichförmigen Bewegung, also er hat eine konstante Geschwindigkeit, solange nicht irgendeine unausgeglichene Kraft, müssen wir sagen, aber darauf kommen wir später noch zurück, auf dieses Etwas oder diesen Körper einwirkt. Damit wir jetzt mal ein bisschen nicht technisch erklären können, nehmen wir mal ein Beispiel. Stell dir einfach mal vor, das hier wäre ein Stein, der auf einer Wiese aus Gras liegt. Wenn du diesen Stein jetzt beobachten würdest, würdest du feststellen, dass sich der Stein überhaupt nicht bewegt, vorausgesetzt, dass keine Kraft auf ihn einwirkt. Das wäre der erste Teil. Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird. Ich denke, der Teil wird auch noch recht selbsterklärend sein, dass dieser Stein hier in Ruhe bleibt, solange nicht irgendjemand anfängt, den Stein wegrollen zu wollen oder hochheben zu wollen oder irgendwas anderes mit dem Stein anstellen wollen würde. Viel interessanter ist eigentlich der andere Teil von Newtons Gesetz. Und oh, ich merke gerade, ich habe dir noch gar nicht die beiden Herren hier vorgestellt. Das hier oben ist der Mr. Newton. Und du fragst dich wahrscheinlich jetzt auch zu Recht, wenn das hier Newtons Gesetz ist, warum habe ich dann hier links noch so ein großes Bild von diesem anderen Typen hier hingemacht? Naja, das ist eigentlich relativ einfach. Dieser andere Typ hier ist eine andere große Persönlichkeit der Geschichte. Und er hatte eigentlich noch vor Newton die Idee zu diesem Gesetz, hat es allerdings ein bisschen anders formuliert gehabt. Dieser Typ hier ist Galileo. Den Namen hast du bestimmt schon mal gehört. Galileo Galilei. Wie gesagt, die eigentliche Idee für dieses Gesetz kommt von Galileo Galilei. Deswegen hat er hier auch ein bisschen ein etwas größeres Bild bekommen. Nur Newton hat es halt nochmal umformuliert und hat zusammen mit seinen anderen Gesetzen nochmal ein bisschen zusammengefasst. Deswegen spricht man heute eigentlich eher immer von dem ersten Newtonschen Gesetz. Aber wir wollten uns ja eigentlich gerade mit einer anderen Idee beschäftigen und nicht mit der Geschichte. Und zwar, ich nehme mal noch ein anderes Beispiel. Nee, wir machen es anders. Wir kommen nochmal auf die einwirkenden Kräfte zurück. Ich habe ja gesagt, diese Kräfte müssen unausgeglichen sein. So, warum unausgeglichen? Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ich mit einer gewissen Menge an Kraft gegen diesen Stein drücken würde, von links. Und du stehst auf der anderen Seite und würdest auch gegen diesen Stein drücken, mit genau der gleichen Kraft, dann würden zwar Kräfte auf diesen Stein einwirken, aber da sie beide gleich groß oder entgegengesetzt sind, würde der Stein trotzdem in Ruhe bleiben, weil er ja nicht wüsste sozusagen, in welche Richtung er sich bewegen soll. Ich denke, wir nehmen noch ein anderes Beispiel, das vielleicht ein bisschen anschaulicher ist. Wenn das hier, ich sollte lieber einen geraden Strich zeichnen, jo. Wenn das hier die Oberfläche eines Sees ist, von einem gefrorenen See, das ist eine Eisoberfläche. Und auf dieser Eisoberfläche liegt ein Eiswürfel. Dann wissen wir ja jetzt, dass wenn nichts anderes weiter passiert, dieser Eiswürfel da so liegen bleiben würde, bis eine Kraft auf ihn einwirkt. Das wollen wir jetzt auch noch machen. Ich wirke von links mit einer Kraft auf diesen Eiswürfel ein. Und du würdest wieder von rechts drauf einwirken. Dann haben wir ja eben schon bei dem Stein gesehen, wenn unsere Kräfte gleich groß sind, würde mit dem Eiswürfel wieder nichts passieren, er würde liegen bleiben, weil diese Kräfte ausgeglichen sind. Ausgeglichene Kräfte. So, also würde ich mir einfach sagen, ich hole mir mal noch einen Freund ran und der würde ebenfalls mit mir zusammen in meine Richtung drücken, dann wären wir bei dir zusammen wahrscheinlich stärker als du alleine und der Block würde anfangen, sich in diese Richtung zu bewegen. Er würde sich in diese Richtung beschleunigen. Und das eigentlich Geniale dieser beiden Menschen ist, dass sie erkannt haben, dass würde jetzt keine weitere Kraft auf diesen Eisblock einwirken oder auf diesen Eiswürfel, dann würde sich dieser Eisblock in diese Richtung hier bewegen,
ohne irgendwann aufhören und ohne aufzuhören, sich zu bewegen. So. Das ist erstmal schwer vorstellbar, weil in unserer Erfahrung haben wir eigentlich immer nur mitbekommen als Menschen, dass alles irgendwann aufhört, sich zu bewegen. Aber woran liegt das denn eigentlich? Das ist einmal die Reibung, die es auch gibt, wenn sich Eis auf Eis bewegt. Die ist natürlich ziemlich gering, aber sie ist da. Und diese Reibung würde entgegengesetzte Bewegung wirken, also würde sie abbremsen. Und außerdem gibt es dann natürlich noch die kleinen Moleküle in der Luft, gegen die der Eiswürfel auch noch ankämpfen müsste und die ihn dann auch noch abbremsen würden. Er würde also de facto irgendwann stehen bleiben. Die Reibung, um das nochmal ganz kurz darzustellen, kannst du dir übrigens auf atomarer Ebene so vorstellen, dass hier sind die Wassermoleküle alle aneinandergereiht von unserem Eiswürfel und hier unten sind die Eis- oder Wassermoleküle von unserem See oder von der anderen Eisoberfläche. Und diese würden jetzt die ganze Zeit immer wieder ineinander greifen, wieder raus, ineinander greifen, wieder raus. Und diese Bewegung würde im Endeffekt dann die Reibung, also ist das denn, was wir Reibung nennen, und das würde halt den Eisblock dann abbremsen. So, aber wie gesagt, das Geniale dieser beiden Menschen ist eigentlich, dass sie erkannt haben, ohne es, also nur indem sie sich vorstellen konnten, dass es eine, wenn sie eine Realität hätten, in der es keine Luft gäbe und keine Gravitation, die Gravitation führt im Endeffekt zur Reibung, dass sich dann ein Körper, wenn er einmal in irgendeine Richtung bewegt wird, sich immer in die gleiche Richtung bewegen würde mit der Geschwindigkeit, die man ihm mitgegeben hat. So, um das mal ein bisschen anders nochmal zu erklären vielleicht. Stellen wir uns mal hier einen Tennisball vor. Und wenn du diesen Tennisball jetzt werfen würdest, würdest du mit Sicherheit erstmal davon ausgehen, dass dieser Tennisball irgendwann natürlich aufhört, sich zu bewegen. Er würde ein paar Mal auf den Boden aufkommen, würde hin und her springen. Zum Schluss würde er noch ein bisschen auf dem Boden weiterrollen, aber irgendwann würde er mit Sicherheit liegen bleiben. Generell, wie gesagt, unsere ganzen Erfahrungen, da wir die nur auf der Erde gemacht haben, gehen halt in die Richtung, dass wir halt immer denken, dass sich alles irgendwann aufhört zu bewegen oder dass wir immer Energie brauchen, um irgendwas in Bewegung zu setzen und in Bewegung zu halten. Beim Auto zum Beispiel musst du auch durchgehend Gas geben, damit sich das Auto auch weiterhin bewegt, auch wenn du nur gleich schnell fahren willst, was halt wieder an der Reibung und am Luftwiderstand liegt. Wenn wir uns also vorstellen, dass hier unten der Boden ist und der Ball, unser Tennisball, würde irgendwann hier unten auf dem Boden aufkommen, dann wäre auch hier auf dem Boden wieder Gras oder auch nicht, auf jeden Fall wäre der Boden da und das würde den Ball einmal wieder abbremsen, genauso wie, andere Farbe, genau, genauso wie unsere Luftmoleküle, die halt nun mal auf der Erde da sind, die auch alle immer gegen den Tennisball drücken würden und ihn dadurch jedes Mal abbremsen. Die eigentliche Idee dazu kam Galileo wahrscheinlich, weil er sich auch damit beschäftigt hat, wie sich Planeten im Universum bewegen. Und außerhalb unserer Atmosphäre gibt es dann ja wieder keine Luft, also wenn du dich im Weltraum befindest, wäre da keine Luft und sehr, sehr wenig Gravitation. Und eventuell ist es ihm dadurch aufgefallen, dass sich die Planeten ja alle immer auf ihrem Orbit bewegen, die ganze Zeit, ohne dass er irgendwer diesem Planeten Energie geben würde. Er bewegt sich ja einfach so, weil er einmal diese Anfangsenergie bekommen hat und sich dann halt einfach jetzt immer weiter bewegt. Deswegen dreht sich die Erde auch immer noch die ganze Zeit um die Sonne, seit mehreren vielen, vielen Millionen Jahren. Wir könnten noch ein anderes Beispiel nehmen, und zwar, wenn wir uns ein Flugzeug vorstellen. Ein Flugzeug. Jetzt kommen wieder meine Zeichenkünste. Das ist unser Flugzeug. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dieses Flugzeug mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit fliegen würde. Hier bin ich. Dieses Flugzeug würde jetzt mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit fliegen. Und wir hätten keine Turbulenzen außerhalb. Und das Flugzeug hätte auch keine Fenster. Dann könnte ich, wenn ich in diesem Flugzeug bin, nie genau sagen, ob ich mich gerade bewege oder ob ich mich nicht bewege. Das liegt daran, wie gesagt, dass der Zustand der Ruhe
und der der gleichförmigen Bewegung im Endeffekt gleich sind und nur durch die einwirkenden Kräfte sich im Endeffekt unterscheidet. Da ich nicht sehen kann, also wenn ich aus dem Flugzeug rausgucken könnte, würde ich jetzt zum Beispiel die Wolken sehen, die sich dann an mir vorbei bewegen. Dann wüsste ich, dass ich mich bewege. Wenn mir das aber auch noch genommen wird, würde ich eigentlich nie zu 100% sagen können, ob ich mich gerade bewege oder ob ich einfach nur auf dem Boden stehe. Das kann man dann zum Beispiel nicht sehen.